Sie konnten es nicht verhindern. Gerd Repple und Herbert Meyer stehen fassungslos vor der Kiesgrube. Zwar ist die Fläche viel kleiner als ursprünglich genehmigt und der Abbau auf 2 Jahre begrenzt. Gerd Repple hat trotzdem am Verwaltungsgericht geklagt. Wir sind hier schließlich an einem Vogelschutzgebiet, an einem FFH-Gebiet, an Naturschutzgebieten, im Bereich von Biotopen. Das kann man hier an dieser Stelle einfach nicht zulassen. Die Genehmigung sorgte für massiven Protest, Unterschriftenlisten und Gespräche mit dem Landrat. Dann kam die Verkleinerung. Obwohl die Genehmigung draußen war, haben wir dann gesagt, okay, wenn wir Erkenntnisse bekommen, die wir bislang nicht hatten oder die noch nicht im Genehmigungsprozess mit betrachtet wurden, dann nehmen wir sowas mit auf. Das wäre ja altmodisch zu sagen, wir bleiben einfach immer bei unserer Entscheidung, sondern sind da sehr, sehr offen und prüfen auch immer wieder gerne unsere Entscheidung, ob wir richtig gelegen sind. Zur laufenden Klage will sich der Landrat nicht äußern. Die Kiesgrube bleibt nach wie vor ein Streitthema. Umweltschützer, schön und gut. Ich bin auch sehr für die Umwelt. Ich liebe dieses Gebiet, das ist mein Lieblingsplatz. Aber sehe ich jetzt noch nicht betroffen. 3 Jahre Verfahren, etliche Gutachten. Und trotzdem sagen die Umweltschützer, man habe die Folgen auf das angrenzende Naturschutzgebiet nicht genau genug geprüft. Auch bei der nun ausgewiesenen kleineren Fläche. Die Kiesgrube ist jetzt praktisch in der Verbindung dieses Biotopverbunds vom Bahnsee, von den Eckstädter Seen zu den Sioner Seen. Und deswegen stört sie noch mehr. Man müsste eigentlich im Gegenzug sagen, dieses Gebiet müsste in den Biotopverbund integriert werden und noch unter Naturschutz gestellt werden. Dagegen braucht der Bauunternehmer den Kies dringend für seine Bauprojekte. Er ist ständig auf der Suche nach neuen Flächen. Für den Familienbetrieb geht es darum, konkurrenzfähig zu bleiben. Weil einfach der Bedarf da ist. Ich meine, es möchte jeder Straßenhäuser. Wir brauchen den Kies und der Kies ist wirklich sehr, sehr große Mangelware. Der Gemeinderat in Seonseebruck sah den Kiesabbau von Anfang an kritisch, kann jetzt aber damit leben. Durch die Reduzierung der Abbaufläche und auch die Beschränkung auf die 2 Jahre durch das Landratsamt hat der Gemeinderat gesagt, wäre eine Klage in seinem Dafür ist es einfach nicht mehr gerechtfertigt. Für die Gemeinde hätte es also schlimmer kommen können. Die Umweltschützer hoffen aber weiterhin, dass das Verwaltungsgericht ihrer Klage nachkommt und den Kiesabbau am Bahnsee endgültig stoppt.